Hi zusammen. Ja, es ist mal wieder soweit. Es gibt ein kleines Challenge-Video, aber diesmal werde ich diese Challenge ausrufen. Ich hatte vor knapp 3 Jahren mal bei einer Challenge mitgemacht, die Five Gear Challenge. Da ging es sich darum, seinen ältesten, seinen neuesten, seinen günstigsten, seinen teuersten und seinen Lieblingsgegenstand vorzustellen. Ich fand die Challenge damals an sich ziemlich cool. Ich möchte das aber jetzt in einer etwas abgewandelteren Form machen, ja, die Four Knives Challenge. Alles weitere gibt es nach dem Intro. Ja, die ganze Woche lag ich flach, Mittelohrentzündung, Grippe. Ich bin immer noch nicht 100% fit, aber nach tagelang im Bett rumliegen, musste ich mich heute einfach mal ein bisschen anders beschäftigen, als den ganzen Tag und den ganzen Abend vor der Spielekonsole zu hängen. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ja, um nochmal ein bisschen Content zu liefern diese Woche, habe ich mir gedacht, machen wir noch mal eine kleine Challenge. Wie ich eben schon gesagt hatte, Four Knives Challenge, eine abgewandelte Form von der Five Gear Challenge. Worum geht es sich denn da genau? Als erstes stellt ihr euer günstigstes Messer vor, dann euer teuerstes Messer, dann euer Lieblingsmesser und dann euer neuestes Messer. Dabei spielt es keine Rolle, ob das jetzt Klappmesser sind oder feststehende Messer, EDC-Messer oder Outdoor-Messer, ja. Wenn jetzt Leute aus dem Outdoor-Bereich zugucken, die gerne an dieser Challenge teilnehmen möchten, können das natürlich selbstverständlich auch gerne tun. Ja, also kann keiner ausgeschlossen werden. Und ja, die Spielregeln sind halt ziemlich einfach, habe ich ja gerade schon erklärt. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei den teuersten Messern, da habe ich zwei Modelle, die preislich gleich aufliegen. Die werde ich dann auch beide vorstellen. Auch bei dem günstigsten Modell ist das so. Ja, das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie zwei Messer habt, die dasselbe gekostet haben, wenn das eure teuersten Messer sind, könnt ihr die gerne beide vorstellen. Da müsst ihr euch dann nicht entscheiden. Ja, oder wenn ihr jetzt zum Beispiel bei eurem Lieblingsmesser ein Klapp und auch ein feststehendes Messer habt, könnt ihr die auch gerne beide vorstellen. Die Challenge hier soll Spaß machen und nicht in Stress ausarten. So, das Ganze werde ich als VA ausrufen, damit auch wirklich jeder mitmachen kann, der möchte. Aber ich werde zusätzlich in diesem Video noch einige Leute nominieren, damit der Stein auch auf jeden Fall ins Rollen gerät. Ihr könnt es gerne dann in eurem Video genauso machen. Ihr könnt das Ganze als VA ausrufen, aber ihr könnt, wenn ihr möchtet, separat auch noch speziell einige Leute nominieren. Wie viele, ob zwei, drei oder fünf, ist dabei völlig euch überlassen. So, ich würde sagen, ich leg los mit meinen günstigsten Messern. Eins meiner günstigsten Messer ist ein Klassiker, und zwar ein Opinel, das Nummer 8. Ja. Das war bis dato eigentlich immer mein Waldkochmesser, ja, zum Fleischschneiden, Essen zubereiten und so. Wer Opinel kennt, der weiß, die Dinger sind sau scharf. Wie ich gerade schon sagte, einfach ein Klassiker. Ja, ich glaube, um die 12 € kostet das und ist somit eins meiner günstigeren Messer. Das nächste Messer kostet auch um die 12 €. Ja, die Preise schwanken natürlich immer so ein paar Cent oder so, je nachdem, ob die im Angebot sind oder nicht. Aber dann hätten wir hier das Joker Nummer 23. Das habe ich mir damals einfach bestellt, weil ich es schön fand. Ja, und Joker allgemein eine ziemlich gute Messermarke ist. Ja, wer Joker kennt, dem brauche ich da auch nicht mehr viel zu sagen. Ne? Auch das Messer hatte ich mir damals mit der Absicht geholt, ein Waldkochmesser zu haben. So das gleiche Prinzip wie beim Opinel. Ja. Und ja, habe ich natürlich auch benutzt. Habe die aber auch beide schon zum Schnitzen benutzt und so, obwohl ich eigentlich damals gesagt hatte, ausschließlich für Lebensmittel, weil man soll ja jetzt nicht zum Beispiel mit seinem Schnitzmesser Lebensmittel zubereiten oder so, ne? Deswegen, aber habe ich zwischendurch dann trotzdem gemacht, ne? So, und ich lebe noch. So, das sind auf jeden Fall meine günstigsten Messer. Ja, kommen wir jetzt zu meinen teuersten Messern. Zwei Stück. Beides Fixed Knives. Zum einmal von Knives 4 bei Reini Rossmann, der Survival Weaver. Ja, das ist eins der beiden in meiner Sammlung, die am teuersten sind. Einfach nur ein Brecher, das Teil.
Klar, wie alles im Leben, Geschmackssache. Aber ich finde es einfach nur super, dieses Messer. Es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten, zu hantieren. Es ist ein richtiges Arbeitstier. Damit braucht man echt keine Angst haben, dass da irgendwas passiert. Hier allein schon mit dieser mega fetten Klinge. Ja, ist echt ein geiles Teil. Habe ich sehr gerne im Wald dabei. Das zweite Messer kostet dasselbe. Achso, übrigens, der Survival Beaver liegt bei ungefähr 140 Euro. Einmal von Yas Messer, das Natrix 2.0. Eigentlich auch als Neckknife oder Outdoor-Messer gedacht. Ich benutze es hin und wieder aber für EDC. Ja, klar kann man das auch für Outdoor nutzen, keine Frage. Aber als ich das halt so in der Hand hatte und alles, habe ich mir gedacht, ja, das ist für mich mehr so ein bisschen EDC. Mittlerweile schwanken da wieder so meine Meinungen. Na, ich habe es halt eine Zeit lang als EDC benutzt. Ich hatte das ja in einem meiner letzten Videos auch schon erwähnt, falls ihr das gesehen habt, ja, wo es um meinen EDC-Recap ging, glaube ich, in dem Video war das hier mit dem Clip und ne, am Gürtel und im EDC-Bereich und so offensichtlich und solche Geschichten und unpraktisch für mich persönlich. Deswegen benutze ich das jetzt aktuell nicht mehr so wirklich. Hatte das jetzt nochmal kurz in der Jackentasche mit drin, hab's dann aber wieder rausgeholt. Keine Ahnung, was da momentan mit mir los ist mit dem Messer. Auf der einen Seite finde ich es echt schön und super handlich und alles. Ja, aber ich muss mir da auf jeden Fall mal was einfallen lassen. Ist einfach viel zu schade, um das einfach nur hier rumliegen zu lassen. Auch das kostet so um die 140 Euro und das sind meine beiden teuersten Messer. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsmesser, schon seit geraumer Zeit. Auch wer das letzte EDC-Recap-Video gesehen hat, weiß, was jetzt kommt. Und zwar das Civivi Foldis. Ja. Absolutes Highlight für mich. Nach wie vor fast jeden Tag in der Hosentasche dabei. Ja. Ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Habe ich in einigen Videos schon mehr als genug. Ist einfach ein sehr schönes, schlichtes Messer, 42A, legaler Flipper, Double Detent, Slip Joint, einfach echt cool, macht mega Spaß damit rumzuflippen und zu spielen, aber auch im täglichen Einsatz brauchte ich das Messer absolut gar nicht zu verstecken, mit Nitro V Klinge, schöne G10 Griffschalen und so. So, und zum Schluss kommen wir zu meinem neuesten Messer. Ja, wer meine Videos regelmäßig schaut und aktiv meinen Kanal verfolgt, der weiß auch jetzt wieder, was kommt. Denn mein neuestes Messer ist das Knives 4 Urban Backup. Seitdem ich es habe, jeden Tag in der Tasche, außer jetzt in den letzten Tagen. Wie gesagt, da lag ich die meiste Zeit im Bett rum, mich auskurieren und so. Ja, aber auch wie heute jetzt wieder, wo ich wieder ein bisschen fitter bin, ja, direkt wieder in die Hosentasche gelandet. Ne. Ist auf jeden Fall mein neuestes Messer. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Also könnte man mittlerweile auch schon fast sagen, aktuell auch einer meiner Lieblingsmesser. Hat sich ganz schnell zu einem meiner Lieblingsmesser, zumindest aktuell, gemausert. Ja, also Fixed und Folder Messer sind die zwei aktuell definitiv. So, alles klar. Damit habe ich die Challenge gemacht. Ihr wisst jetzt, wie sie geht. Ja, falls es noch Fragen geben sollte, gerne in die Kommentare damit. Was ich cool finden würde, ist, wenn die Leute, die an der Challenge teilnehmen, mich zumindest in ihrer Videobeschreibung erwähnen würden, weil ich möchte natürlich auch gerne die Videos der anderen Leute sehen, die da mitmachen. Ne? Wie ich eben schon sagte, ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein paar Leute nominieren, damit der Stein auch ins Rollen gerät. Als erstes nominiere ich den lieben Björn, den Outdoor-Friese. Du hast ja auch genug Messer in deiner Sammlung, denke ich mal, dass du da mitmachen kannst und ich denke, du würdest auch sehr gerne bei sowas dabei sein. Als nächstes den guten Mike, den Feierabend Outdoor, der hat ja bisher immer bei meinen Challenges mitgemacht, zumindest wenn es um Messer ging, ne? Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mitmachen würdest, Mike. Dann der gute Andi, Andi 1878. Würde mich auch sehr freuen, wenn du mitmachen würdest. Ne? Und zum Schluss, noch zwei habe ich hier stehen. Einmal den Goose von Ruhrpott Outdoor. Den habe ich ja in der Vergangenheit jedes Mal oder so gut wie jedes Mal meinen Challenges nominiert. Habe bisher aber nämlich einmal mitgemacht, was ich sehr schade finde. Aber naja, ich versuche es einfach hier jetzt nochmal. Wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
Und zum Schluss möchte ich noch den Holger vom Kanal Holger Präsenz nominieren. Ja, das sind so die Leute, die ich jetzt aktiv nominiere für diese Challenge. Und gleichzeitig gilt das Ganze, wie ich eben schon sagte, noch als VA, so dass jeder mitmachen kann, der möchte. Ja, aber von den speziell Nominierten hier würde ich schon gerne einen Beitrag sehen. Ja, und so könnt ihr das in euren Videos dann auch machen. Ich werde die aktiv Nominierten natürlich noch in der Videobeschreibung erwähnen, damit die auf jeden Fall auf dieses Video hier aufmerksam werden und das nicht an den Leuten vorbeigeht. Empfehle ich euch als Tipp auch zu machen, wenn ihr Leute aktiv nominiert, die auf jeden Fall in der Videobeschreibung zu erwähnen, damit die Leute zumindest eine Benachrichtigung bekommen und wissen, die wurden dazu was nominiert. Ne? Na gut, ja, das war's. Kleine Spaß-Challenge am Rande, damit ich mich nicht hier die nächsten Tage noch weiterhin zu Tode langweile. Ja, so, für mich geht es jetzt gleich wieder an die Konsole, weiter zocken. Was soll ich auch anderes machen, nachdem ich das Video hier natürlich bearbeitet habe. Und ja, damit sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, Daumen nach oben da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.